Wir wollen nachhaken. Zugeschaltet ist jetzt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Herr Müller, ich grüße Sie. Hallo Herr Simon, seien Sie gegrüßt. Die Gasversorger, da sind Sie ja gerade unterwegs, die sind dabei, ihre Speicher zu füllen für den Winter. Nächsten Montag, da werden die Russen allerdings Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten runterfahren. Wenn das jetzt so bleiben sollte, haben wir denn dann überhaupt noch die Chance, die Speicher zu füllen mit Gas aus Norwegen oder den Niederlanden? Also in den letzten Tagen konnten wir trotz der Reduktion, die uns auf Nord Stream 1 getroffen hat, weiter die Speicher befüllen. Langsam, aber es geht voran. Aber Sie haben vollkommen recht, eine komplette Abschaltung wie jedes Jahr bei der Wartung würde uns wahrscheinlich hier noch ein Stück zurückwerfen. Darum kommt es auf die anderen Maßnahmen an, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Die 15 Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen, um Gas einzukaufen. Der Ersatz der Gaskraftwerke durch Kohlekraftwerke, die jetzt auf den Weg gebracht sind. Und insofern bin ich verhalten optimistisch, dass uns das gelingt, aber es hängt von uns allen ab. Gelingt es uns, Gas einzusparen, damit wir es einspeichern können? Die 15 Milliarden, die Sie da angesprochen haben, reichen die denn, um das nötige Gas einzukaufen? Denn die Preise sind ja jetzt schon durch die Decke gegangen. Ja, damit legen Sie den Finger in den wunden Punkt. Niemand kann die Preisentwicklung vorhersagen. Die Preissprünge, die Preisexplosion, die wir die letzten Tage und Wochen gesehen haben, die konnte man natürlich nicht zugrunde legen bei den Kalkulationen, die es vor einigen Wochen gegeben hat. Zurzeit kommt es jetzt darauf an, das Geld auszugeben, sprich dafür das Gas einzukaufen und einzuspeichern. Das tun wir gemeinsam mit allen Beteiligten. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil es die Grundlage legt, um vernünftiger durch den nächsten Winter zu kommen. Und das ist momentan das Entscheidende. Und wenn das Geld zu Ende sein sollte, dann werden wir sehen, wo wir mit der Speicherbefüllung stehen. Jetzt sollten ja die Gaskraftwerke komplett runtergefahren werden, Kohlekraftwerke dafür wieder ans Netz gehen. Ist das denn jetzt schon vollumfänglich passiert? Nein, natürlich nicht, weil das Gesetz dafür erst diese Woche beschlossen wird. Das heißt, der Bundestag, der Bundesrat werden darüber hoffentlich final dann am Freitag entschieden haben. Und dann muss natürlich noch Kohle beschafft werden. Die Kraftwerksbetreiber wissen Bescheid. Ich gehe fest davon aus, dass sie sich darauf vorbereiten. Man muss allerdings auch sagen, ganz auf Gaskraftwerke verzichten kann man nicht, um das Netz stabil zu halten. Gaskraftwerke sind sehr, sehr flexibel. Damit erfüllen sie eine ganz, ganz wichtige Funktion, die andere Kraftwerke ebenso nicht übernehmen können. Also ganz auf Null gehen können wir da nicht, aber wir können es deutlich reduzieren, um es dann einzusparen und einzuspeichern. Kämen wir denn mit dem jetzigen Speicherstand, ich nehme an, wir sind so etwas knapp über 60%, kämen wir damit über den Winter, wenn Norwegen und die Niederlande weiter die üblichen Gasmengen liefern und vielleicht auch mindestens ein LNG-Terminal fertig würde? Ja, damit beschreiben Sie genau die Sicherheiten oder Unsicherheiten auf der Input-Seite. Dazu kommt noch schlicht die Frage, wann beginnt der Winter, wie kalt ist er, wie lang dauert er? Wir haben hier schon alles erlebt. Und natürlich die Frage, wie doll spart die Industrie, wie doll sparen wir private Haushalte ein? Also es gibt ganz, ganz viele Unbekannte an der Stelle, aber die knapp 63%, die wir heute haben, ist noch keine entspannte Situation an der Stelle. Darum müssen wir auf jeden Fall weiter Vorsorge treffen, müssen wir jetzt schon beginnen einzusparen. Und alle Haushalte können was dazu beitragen, die Industrie kann das genauso tun. Es kommt jetzt auf uns an, wie der nächste Winter abläuft. Mit diesen Sparappellen müssen wir da jetzt schon anfangen. Ihr Parteikollege, der Minister Habeck, der sagt ja, er duscht kürzer. Ist das sinnvoll? Bringt das schon was im Kleinen? Es bringt dann was, wenn wir das mal 40 Millionen, mal 60 Millionen, mal 80 Millionen Menschen in Deutschland nehmen. Das einzelne Verhalten ist marginal. Aber wenn alle Menschen jetzt überlegen, wie viel brauche ich an warmem Wasser? Wie stark muss ich dann im Herbst heizen? Wenn alle jetzt dazu übergehen, wenn es noch Handwerkskapazitäten gibt, jetzt schon die Heizung optimal einzustellen, ein hydraulischer Abgleich optimiert die Heizung, spart CO2, spart Euro, spart Gas an der Stelle. Das muss man jetzt eben tun, weil im Herbst oder Winter werden das alle merken. Schlau ist derjenige, der jetzt schon damit beginnt. Sie bzw. Wirtschaftsminister Habeck hat ja die Preisanpassungsklausel, den sogenannten Paragraphen 24, bisher noch nicht aktiviert. Damit könnten die Versorger die Preise in voller Höhe an die Verbraucher durchreichen. Wann ist denn damit zu rechnen? Welche Voraussetzungen müssten dafür erfüllt sein?
Also schon jetzt werden ja Preise durchgereicht, noch nicht in der kompletten Härte. Viele Gasbetreiber, Stadtwerke schicken hohe Rechnungen an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wir sehen, dass schon viele Verbraucher davon auch hart getroffen werden. Aber trotzdem, Sie haben recht, es liegt diese Woche ein neuer Gesetzesvorschlag im Bundestag, um den eben schon erwähnten Paragraphen noch mal zu modifizieren. Sollte das beschlossen sein, wird die Bundesnetzagentur weiter darauf achten, wie entwickelt sich das mit den Gasimporten. Da wir tagtäglich einspeichern können, ist dieser Zeitpunkt, wie er bisher definiert war, noch nicht gekommen. Vielen Dank, Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen.